find place down here. I'll lower the body onto it. Yes. She'll be ready, as I will. Oh, you'll be as grand on the outside as you are on the inside, my love. So, darf ich euch jetzt eigentlich begrüßen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Jetzt halt da mal die Klappe, Kollege. Ich will hier meine Zuschauer begrüßen. Also, zurück zu Mad Max. Wir sind in den Friedhof gefahren und suchen jetzt ein Chassis für unser tolles Auto. Your curves will slowly pulsate my membranes. Finally, you will dazzle the eyes of the unbelievers and together we shall preach the undying God. Okay, ich vermute mal, wir müssen jetzt ein Stückchen klettern. Mal gucken, Steuerung, da war springen, okay. Da war rennen. Es soll jedem Spiel anders sein müssen. Können die sich nicht mal auf den Standard einigen? Oh, das war Schnellschuss. Naja, jetzt haben wir wenigstens keine Munition mehr. Okay. Ah, das war die Karte. Bin gleich wieder da, Jungs. So, jetzt haben wir alle Tasten durch. Jetzt sollte es funktionieren. Something here. Okay, lang genug den Charakter angeguckt. Es ist ganz schön dunkel hier. Hier ist auch nicht viel los. Hier haben wir wieder Schrottteile. Was haben wir diesmal? Auspuffkammer. Okay, hier gibt es drei Schrottteile. Maybe I could zip down this. Oh je, da kommen wir doch nicht wieder zurück. Flashlight. Handy. Machen wir. Klar, holen wir uns die Taschenlampe. Ist das eine richtige? Ja, ist eine richtige Taschenlampe. Ist kein Handy. Ich wollte gerade noch fragen, so dunkel. Okay, benutzt die Taschenlampe, um dich im dunklen Bereich zu bewegen. Ja, klar. Für hell brauche ich es nicht. Ich habe nämlich noch gesagt, Mensch, hier ist ganz schön dunkel. Komisch, dass wir keine Fackel oder was haben. Aber da haben wir jetzt auch schon eine Taschenlampe gefunden. Ich habe ja also immer so Angst bei solchen Spielen, ich irgendwo was übersehe. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. So, hier kommen wir wieder in einen neuen Bereich. Oh, hier gibt's Wasser. Aber nee, unsere Wasserflasche ist leer. Ah, super. Fast voll. Ich hab's eigentlich immer nicht so mit Entscheidung. Ich würde gerne alle nehmen. Können wir nicht ein Chassis bauen, das man so ständig wechseln kann? So, hier haben wir auch das zweite. Haben wir hier hässliche Radkappen. Hässliche Radkappen zum Mitnehmen. Könnt ihr alle behalten. Ah, da haben wir alle. Sehr schön. So, wie es scheint, muss ich mich jetzt wirklich für eins entscheiden.
Wie funktioniert das jetzt hier? Weil für das sehe ich jetzt keine Seilwinde. Jetzt nur hier die? Also die Meere lang. Aber hier ist ja auch noch eine. Achso, nee, hier lassen wir nur die Brücke runter. Also hier suchen wir uns das Auto quasi aus. Ich weiß nicht. Na. Der sieht schon eher noch was aus. Aber auch total verrostet, vergammelt und die Hälfte der Teile fehlt. Aber hoffentlich macht das Auto auch noch schön irgendwann. Na, der sieht so ein bisschen... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass ich hier irgendwelchen Leuten auf die Füße trete. Aber der sieht so... Der sieht so ähnlich aus wie der. Von der Form her. Gefällt mir nicht so. Sieht aus wie so ein Kit. Kit in Rost. Ah, das ist natürlich, ne? Ein bisschen oldschool. Das sieht nicht schlecht aus. Was hat der da vorne drin? Na, da Holzfedern oder was? Also mal Blattfeder hätte ich gesagt, aber das sieht ja aus wie ein Stück Holz. Oh, der ist nicht schlecht. Der sieht nice aus. Schade, dass man es nicht drehen kann, oder kann man so zeigen. Ah, okay. Der wird mich ja reizen hier. Ja, man kann es leider nicht drehen. Ja, mit der Ladefläche hinten drauf, das sieht man jetzt auf dem Bild ja gar nicht, ne? Dass das eine Ladefläche ist. Sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Aber die Front gefällt mir halt überhaupt nicht. So, was haben wir hier noch? Ah, der. Ich glaube, der wird's. Mit dem Löchlein in der Motorhaube hinten auch ebenfalls die. Ja, das. Der hat so ein bisschen was von Ford Mustang. Oder von hier Shelby. Shelby GT. Eleanor. Ah, der mit der geschwungenen Motorhaube da vorne. Nee. Das geht gar nicht. Also für mich würden quasi nur der in Frage kommen. Weil er ein bisschen abgespaced ist, den hat das wahrscheinlich nicht jeder. Aber ich glaube den hier, den hat wirklich jeder genommen. Aber der hier gefällt mir echt am besten. So, wird jetzt eingeloggt. Sind Sie sich sicher? Ja, bin ich. Willst du diese Karosserie für ein Magnum Opus Shovelface? Ja. Oh je, oh je. Oh Gott sei Dank kommt nur einer. Bitte alle nacheinander. Nutze RB, um Angriffen auszuweichen, wenn sie für eine Parade zu stark sind. Okay. Immer schön ins Gesicht. Jetzt haben die eigentlich hässliche Masken auf. Ah, den hätten wir kontern können. Da war ich zu langsam. Oh, da riecht ein Messer. Hier hält unser Max aber noch nicht aus. Oh. Sind ganz schön viele gleichzeitig. Können wir das Messer irgendwie aufheben? Es werden hier immer mehr. Schön in die Kehle. Beziehungsweise in den Unterkiefer. Oh. Wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Wir können das nicht benutzen. Jetzt. Und jetzt aber schnell weg hier.
Am Arsch! Okay. Benutze LB. Jetzt geht's los mit Autokämpfen. Benutze LB plus B, um mit der Schrotflinte auf Schwachstellen zu ziehen und zu fahren. Benutze. Jetzt wird's ja lange kompliziert. Herr Jemini, wollte ich sagen. X. Okay. Versuchen wir es mal. Also, das ist ja schon so lange her, dass man in einem Spiel nicht mehr mit dem rechten Trigger schießt, sondern mit einer Taste. Kann man das irgendwie umstellen? Das ist ja abartig. Einstellung. Waffe feuern. Komisch. Beim Zielen, ne, hab ich doch gemacht. Warum ging das dann eben nicht? Was hätte man denn zu alternativen Belegungen wechseln? Oh, nee. Wie viele gibt's denn? Achso, gibt nur, okay. Nee, dann lassen wir das mal lieber. Sehen wir mal zu, dass wir hier ganz schnell wegkommen. Den haben wir auch schön gerammt. Yo, das Rammfetz, das geht einfach. Das mag ich. Bam, Junge. So, jetzt sollten wir hier gleich wegkommen. Nicht gleich wieder kaputt machen. Hauptmission abgeschlossen. Magnum Opus. Chum Bucket nennt ihn den Magnum Opus. Noch gibt er als Auto nicht viel her, doch er hat ein gewisses Potenzial. Wir haben eine Karosserie gefunden, doch es ist noch einiges in Arbeit notwendig, bevor er kampfbereit ist. Auch bis jetzt funktioniert er ja nicht mal so schlecht. I can fix it now if you stop, or later at my sanctum. It's your choice. Karte. Oh, hier haben wir wieder vieles Neues. Legende. Hier waren wir noch gar nicht drin, glaube ich. Ah, okay, das ist relativ uninteressant. Zum Aufleveln werden wir das dann brauchen. Gehen wir es mal hier rein. Charaktere. Die kennen wir alle schon. Wer ist neu? Was ist das? Interceptor. My car was taken and destroyed. I must build me a new one. Better and faster than the Black on Black. Das war wahrscheinlich sein Black on Black. Ein Interceptor. Naja, so ähnlich sah das Chassis ja auch aus, was mir da nicht so gefallen hat. Max, von vielen begehrtes Überlebensfahrzeug. Ein stark modifizierter Interceptor Pursuit Spezial. Er wurde mit einem V8 Kompressormotor sowie mit zwei großen Zusatztanks ausgestattet und für das gnadenlose Ödland angepasst. Der Wagen, der auch als Black on Black bekannt ist, enthielt alles, was Max brauchte, um die Ebenen der Stille zu überwinden. Als Max die äußeren Gräber erreichte, wurde ihm der Black on Black von Skrotos Warboys entrissen und ausgeschlachtet. Mit der Hilfe von Chum Bucket muss Max sich daran machen, ein neues Überlebensfahrzeug zu erschaffen, das noch stärker und stabiler ist als der ursprüngliche Black on Black. Und das werden wir tun. Was haben wir hier noch? Wir haben auch ein Auto. Der Magnum Opus. So soll der mal aussehen, wenn er fertig ist. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. My life's work, she is the angel combustion, becoming flesh, or steel, as it is. Since the angel combustion sent me the warrior saint, I am sure of my destiny. Krass, was der an den Reifen dran hat. Aber ich sehe hier, das ist wieder das Chassis, was ich nicht mag.
was so ähnlich aussah wie vom Black on Black. Wir haben ja ein anderes gewählt. So, dann wollen wir mal. Der Magnum Opus, mein Lebenswerk. Er ist die fleischgewordene, oder besser gesagt stahlgewordene Verkörperung des Engels der Verbrennung. Seit der Engel der Verbrennung mir den Heiligen Krieger geschickt hat, bin ich mir meiner Bestimmung sicher. Das schnellste, gefährlichste und außergewöhnlichste Ein-Mann-Überlebensfahrzeug, das im Ödland je gebaut wurde. Naja, wir sind ja noch nicht so weit. Ist ja noch nicht fertig. Roadkills, Krappas. In den chaotischen Reihen der Gruppierungen, die zusammen als Roadkills bezeichnet werden, sind die Scrappers definitiv die Schwächsten und verfügen über das geringste Kampftalent. Es sind junge Kämpfer, die versuchen, sich zu beweisen. Alleine kann man sie leicht ausschalten, doch sie greifen meist in großen Gruppen ein. Korrekt, habe ich gemerkt. Das ziehen wir jetzt hier aber nicht hin. Das müssen wir nicht alles durchkauen. Hier nochmal das Auto. Barbacon. Diese rasanten Fahrzeuge sind immer vorne mit dabei, wenn die Bastards angreifen. Sie jagen mit Vorliebe kleinere Beute und überlassen stärkere gerne den schwereren Fahrzeugen weiter hinten. Barbacons sind in kleineren Gruppen im Ödland unterwegs und suchen ständig nach Gelegenheiten zum Plündern. Achso, wir müssen eben anklicken. Das wird eben sehen, dass wir das schon mal alles hatten. Ja. Friedhof. Ein kulturell bedeutender Ort für die Buzzards. Hier lagern sie alte Autofracks, bevor sie diese zu Kriegsmaschinen umfunktionieren. Sie wagen es wohl nicht, ihre Wracks in die Tunnel zu bringen, bevor sie verwandelt wurden. Die Buzzards sind nämlich äußerst abergläubisch und denken, dass derartige Fahrzeuge, ehe sie der reinigenden Zeremonie ihrer stacheligen Transformation unterzogen werden, auf metaphysischer Ebene einen negativen Einfluss besitzen. An diesem Ort beginnt für viele Buzzards auch die nächtliche Jagd durchs Ödland. Das ganze Gebiet ist abgesperrt und mit vielen Fallen gesichert. Nur wenn die Buzzards nachts auf die Pirsch gehen, ist es möglich, hier einzudringen, doch selbst dann stellt sich ein Versuch ein großes Risiko dar. Was wir bewiesen haben. Taschenlampe! Das ist die echte Honor-Equipment hier, was sie geschrieben haben. Gut. Cham kann den Magnus Opus reparieren, wenn er beschädigt ist, doch nur, wenn er stillsteht. Okay. It needs repairs now. Wo sehen wir den Zustand? Ach, da unten rechts. Das Grüne. Das gerade mehr wird. Das würde ja bedeuten, dass wir den Vogel die ganze Zeit dabei haben. Ah ja, mal Aublattfedern drin. Die halten vielleicht ein bisschen länger. So, jetzt will ich nochmal schnell schauen, wie wir uns heilen können. Feldflasche. Ah, das war nach oben, genau. Nur halt nicht im Auto. Also wie wir das Auto reparieren, so reparieren wir auch den Menschen. Karte. Siehst du, ich wollte eigentlich auf die Karte. Karte. Wir haben hier keine Karte. Da haben wir Karte. Super, ich kann Schrott. Das holen wir dann. Wir gehen jetzt mal zurück. So, bevor ich jetzt hier reinfahre und eventuell eine Zwischensequenz starte, möchte ich diese Folge beenden und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Und ansonsten hoffe ich, euch auch in der nächsten Folge von Mad Max wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht's gut!